Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde bei Paladins. So, wahrscheinlich wundert ihr euch, warum sind wir im Shop? Warum sind wir nicht im Spiel? Folgende Sache, es war mal wieder ein Update von Paladins. Und das wäre folgendes, ich muss mal ganz schnell nachgucken, ich habe mir natürlich wieder das nicht eingeprägt. Open Beta 4.3, glaube ich, ist das dann, müsste es sein, hoffe ich mal. Wir gucken einfach mal. Und mit diesem Update kommt ein neuer Champion zu. Das ist die Maeve. Oder die Maeve. Ich bin mal ganz kurz auf die Idee gekommen. Un momento. Maeve. Maeve. Hier, sie sprechen das ja aus. Ich finde die Stimme ist ganz schön. Maeve. Maeve. Und falls das Spiel irgendwann mal in ferner Zukunft eine deutsche Synchro kriegt, dann wäre ich voll dafür, dass Maeve die Stimme von Lara Loft kriegt im Deutschen. Weil ich habe in Fallout 4 ein paar Szenen gesehen, die haben mir richtig gut gefallen. Ich weiß auch, Gott sei Dank, welcher Charakter sie spricht. Und ich könnte mir voll und ganz vorstellen, für den Barik, den Gronkh einfach zu nehmen. Tut mir leid, aber hört mal hin. Oh, ich bin ja Gronkh! Ne, so. Dieses Kräftige. Und wenn er halt nicht den Barik spricht, spricht er halt Victor. Den Victor. Denn er hat ja schon mal den Generale in Just Cause 3 gesprochen. Also kann ich mir gut vorstellen, falls dieses Spiel jemals eine deutsche Synchro kriegt, definitiv mit diesen Leuten. Natürlich auch noch ein paar andere. Sollen ja nicht zu kommen, kurz kommen die Leute. Und ich würde mal sagen, wir machen ganz kurz hier an der Stelle einen Cut. Ich gehe in ein Match rein, beziehungsweise in eine Runde mit meinem ach so tollen Baum. Ihr wisst ja Bescheid, heute ist ja Runde mit dem Baum. Und dann gucken wir mal beim nächsten Mal, was dann wieder ansteht. Aber ich würde sagen, ganz kurzer Cut. Bis gleich. So, hallo und jetzt auch herzlich willkommen in die Runde. Und ich muss euch was sagen. Leider hat das nicht hingehauen mit dem Thema, dass Kollege mitkommt und mitzockt. Also YouTube-Kollege und mit Karl können wir jetzt das sehen, das ist ja auch schön. So, folgendermaßen, ich schreibe wie immer erstmal hey, hello to YouTube. Übrigens musste ich erstmal gefühlt eine halbe Stunde warten überhaupt, um eine Runde voll zu kriegen hier, weil immer einer rausgegangen ist oder sich meinte, ach komm, bin das definierte Spiel, ich wechsle mal die Gruppe von der linken Seite auf die rechte Seite und dann war einfach im anderen Team 6 und im anderen Team 4, ne, also halt total. Ja, ich troll mal den Host des Games oder so, mehr oder minder. Mich halt, in Anführungszeichen. Und stell mich einfach auf die andere Seite und lass einfach den Timer so lange laufen, bis sich einer entscheidet rauszugehen, weil ich das lustig finde, so. Ah, diese Ewi, ne? Wow. Wie ich halt die Schüsse höre, aber nicht sehe. Egal. Schöner Versuch. Hat leider nicht so geklappt, wie ich wollte. Aber immerhin. So, Bulldozer bringt mir noch nichts, weil ich halt noch nicht weiter aufrüsten kann. Aber wir schaffen immerhin die Erdrunde ziemlich schnell. Huch, muss ja noch eine Lücke weiter. Und da habe ich noch was hier sehen, was mich interessieren würde. Okay Leute, könntet ihr eventuell euch mal bemühen, schnell voranzukommen? Heck.
so. Oh Gott, mir drehen gerade die Augen, Leute. Wir haben unsere Ult ready, wir haben alles ready und wir haben auch geschafft, den Run reinzuholen. Heißt, wir gehen nochmal auf Bulldozer und mit dem Rest gehen wir auf heilsames Töten, würde ich sagen. So haben wir, wenn wir das Kuh nicht haben, also die Heilung nicht haben, immerhin die Möglichkeit, uns darüber zu heilen. Mal hin. Nein, niemand hat Hello to YouTube gesagt. Aber ist auch nicht so schlimm. Wir sind nur Groot. So. Nein, natürlich sind wir nicht. Aber ich bin auf dem Fischmarkt, weil ich noch vergessen habe zu erwähnen. Auch wenn das eher ein bisschen an was anderes erinnert als ein Fischmarkt hier. Und nur ganz dezent. Sauberer. So. Sauber weggeholt alles. Ah, schade. Die Heilung hat halt nicht eingesetzt. Ah, ich wurde auch geslowt, das ist auch unfair. Na gut. Schnell mal geguckt. Ich will auf jeden Fall schneller reiten. Und ich will auch definitiv weniger Schaden durch Schüsse erleiden. In der Hoffnung, dass es überhaupt noch in der Runde jetzt verwendet wird. Ansonsten seht ihr das gleich in der nächsten Runde, wie ich da dann nochmal skille. Weil jede Runde erfordert ja für ihre eigene Skillart. Und gewonnen. Schöne Sache, haben wir schon aufgeräumt. Ich würde sagen, ab in die nächste Runde. Wir gucken uns noch den Best Moment an. Und ich habe das Gefühl, dass sie die Texturen ein bisschen hochwertig gemacht haben jetzt mittlerweile. Aber nochmal ein bisschen gepusht haben. Ist ja auch etwas, was nicht jeder kann, ne? Ja, muss ich da irgendwie können. Die hat schön weggeräumt, also abgeräumt. Na gut. Dann würde ich sagen, nach dieser... Hallo? 0 FPS hier oben stehen gerade im Moment.
So, ich würde sagen, nach dieser etwas katastrophalen Runde sehen wir uns gleich in der nächsten Runde wieder. Also, bis gleich. Euer Salz. So, hallo und herzlich willkommen in der Runde Nummer 2. Und wir haben was Schönes. Wir haben... Huch, die ist echt flink. Wir haben den neuen Charakter in unserem Team. Aber wir haben im Gegnerteam, wie ihr seht, beide neue Charaktere. Also den ehemalig neuen, diesen alten Herrn mit Steinarm, nenne ich mal. Und die... Jetzt muss ich mal... Malve. Oder wie man die nennen möchte. Okay, mit dem kriege ich das so nicht hin. Ein Versuch habe ich noch. Oder? Ne. War nicht mehr genügend Zeit. Ich hätte es nochmal versuchen können, wenn ich ein bisschen früher auf die Idee gekommen wäre. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte auf den Balken rauf. So. Aber wie gesagt, wir haben ein... Ja, bitte kleine Art Mirror Match. Die macht aber auch unfassbar viel Schaden gerade schon. Ich muss aber auf beide Seiten gerade mal ein bisschen achten. Ja. Wie mir das halt ein bisschen klar war schon. Aber da komme ich jetzt nochmal von hinten. Ich finde, die neue ist noch nicht ausgependelt, also was den Schaden anbetrifft mit Dato. Aber ist ja noch neu drin, deswegen vergeben und vergessen. Aber wie gesagt, wenn da neue Charaktere sind, sind die meisten entweder A, OP, weil sie noch nicht richtig getestet wurden. Oder B, die sind einfach gar nicht fürs Spiel geeignet. Holy shit! Ach doch. Okay, das wird wieder eine Loser-Runde. Ich sehe schon kommen. Wie ihr seht, also halt total überpowered, die ist halt extrem schnell, also so als hätte er Speedhack. Ich komme halt nicht mehr hinterher quasi. Und nein, das hat nichts damit zu tun, dass ich ein alter Knacker bin auf Deutsch. Aber ich bin schon halt relativ alt. Aber meine Reflexe sind halt dafür nicht ausgelegt für so eine krasse Sache. So, Verjüngung definitiv brauche ich hier, weil ich muss mich schneller holen. So, was ich jetzt definitiv mache ist... Huch! Das hört sich nach erholt an. Ich komme hier halt so gut wie gar nicht raus. Und schon verloren. Vor allem, weil alles ist hier gerade OP. Alles. Die neue Sache, die Marv, schön, wenn ich falsch ausspreche, aber die ist halt total OP. Und dann auch noch der Torwald, der ist halt auch etwas, ja, zu kräftig. Aber, naja. Ne, bin nicht zufrieden mit ein Stück höher. Komm. Ja, so. Da kommt ja nicht an. Okay. Schön wäre, wenn man noch so seine eigenen Graffitis einreichen könnte. Da was halt einreichen auf jeden Fall benutzen könnte. Weil ich hätte voll die krasse Idee. So, erstmal den hier umlaufen müssen. In der Hoffnung, dass er mich verliert. Hat er, glaube ich, auch. Finde ich gut. Ja, und dann kommt der wieder zurück. Ah! Leute, das wird halt so die, wir verlieren alles Runde. So, erste Runde voll gewonnen und dann jetzt die nächste Runde fetter Schlag ins Brett. Das bringt halt nichts. Wir sind halt total unterpowered.
Okay. Das würde ich als Hack. Das würde ich als Hack melden. Ohne Scheiß. Was war das denn? Leute, ihr dürft diesen Ausschnitt verwenden. Also wenn jemand sich daran interessiert, diesen Ausschnitt zu verwenden, nimmt den ruhig raus. Und von mir aus macht, was ihr damit wollt. Macht da coole Sounds rein oder was auch immer. Aber Alter! Total OP herausgeschmissen aus dem Bereich. Hallo? Alter, irgendwie hier überhaupt irgendwas zu treffen, ist halt gerade ein bisschen so, als würde man 7er in Lotto kriegen. Versteht ihr? Auch wenn wir jetzt hier irgendwas reißen, heißt das noch lange nicht, dass wir noch gewinnen. Und da kommt sie von der Seite rein. Nee, er mit dem Gift kam rein. Das gibt's doch nicht. Bulldozer können wir halt noch gar nicht die zweite Fuhre machen. Aber wir haben zumindest fast einiges Mal die zurückgedrängt. Ja, wisst ihr was dann? Ja, nee, komm, ich warte noch. Die 100 kriege ich noch irgendwie zusammengeschustert. Schöner Shot, würde ich sagen, also wie sie da mir direkt ins Feld fliegt. Aber da holt mich der Drache. Du bist ein fucking Tracking Fury. Fury. Ich kann sie auch sprechen. Fury. Gott, ist das furchtbares Wort. Also zumindest im Englischen her ist das halt nicht optimal. Okay, wir gewinnen immerhin durch Rundenablauf. I hope. Wie wir halt einfach nur noch Damage austeilen, aber nicht reißen, ne? Und Niederlage. So, sie hat gewonnen. Schnelle Runde leider nicht geschafft, aber was soll's. Aber krass, es ist halt ein neuer Champ und trotzdem ist er schon so krass gespielt. Also man sieht halt, wie schnell die Leute mit neuen Charakteren umgehen. Ja, hat mich sauber weggeholt, ne? Na gut, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Dieser Part ausnahmsweise mal ein bisschen, ein little bit kürzer, aber nur ein little bit. Einfach weil, muss so leider und ist so leider. Und ich hoffe einfach, dass euch trotzdem der Part gefällt, wie er ist. Wie gesagt, es ist halt, naja. Wir haben immer noch nach wie vor mittlerweile 4 Quests. Sie haben da ergänzt. Okay, wenn wir hier 5 PvE-Spiele gewinnen, dann kriegen wir sogar Kristalle. Ich glaube, daran setze ich mich nachher mal noch. So den halben Tag. Und das ist auch eine von den Sachen, die man nicht wegmachen kann. Und wie ihr seht, ich werde hier definitiv diese Sachen alle machen. Ich werde definitiv das durchziehen, um halt hier mein Konto ein bisschen hoch zu pushen und euch hoffentlich zu nächster Woche oder übernächster Woche Sonntag definitiv ein Unboxing zu präsentieren zu können. Was folgendermaßen auch noch ist, wenn ihr irgendwie ein Spiel habt oder
irgendwas, wo ihr unbedingt wollt, dass da eine krasse Skin-Action abgeht, sowas wie zum Beispiel WinApp oder andere Sachen, also Programme oder Software, wo ihr sagt, okay, da kann man Skin einfügen und das geht richtig easy peasy einzufügen, dann schickt mir den Namen des Programms, ich suche mir ein paar brauchbare Programme raus, womit ich den Skin dann erstelle und auch euch produziere, und bitte schickt mir einen fortgefertigten WinRAR-Ordner mit Texturbeispielen aus, mit einem Overlay-Foto, wie ihr es ungefähr haben möchtet. Also einfach mal mit Photoshop ganz grob die Bilder dahin packen, wo ihr die haben wollt. In schön natürlich. Und dann mache ich euch daraus, wie ihr mir das als Beispielsbild und die ganzen Bilder in den Dateien vorhanden gesendet habt, zu einem schönen Skin bastel ich euch den. Wieso ich das erwähne? Ich habe vor kurzem angefangen mit Skinning. Das heißt, man nimmt ein Objekt aus dem Spiel, sei es aus War Thunder, aus World of Tanks, aus Garry's Mod, aus Counter-Strike, aus was halt ich, also alles, was wo Skins vorkommen oder vorkommen können, auch bei Programmen, zum Beispiel WinApp, wie gesagt, da mache ich immer Skins für. Und ja, ich würde darauf wetten, dass einer von euch da draußen sich darüber freuen wird. Und bitte vergesst nicht, heute um 18 Uhr werde ich zum Gewinnspiel nochmal was machen. Also bitte seid da ein bisschen wachsam. Also Adlerauge, sei wachsam. Und guckt definitiv mal drauf, dass ihr das mitbekommt. Ah, okay. Wir haben neue Truhen. Finde ich hochinteressant. Aber jetzt nicht. So, also wie gesagt, schaut auf jeden Fall um 18 Uhr mal rein. Es kann auch ein bisschen später sein. Ich werde auch ein zweites Video direkt danach hochladen. Das ist dann ein vorgefertigtes Video, bevor ich überhaupt das hier alles wusste und so. Und deswegen haltet da einfach um 18 Uhr auf euer Auge auf. Und direkt danach, 18.30 Uhr, kommt dann das Video, was ich gesagt habe, was vorgefertigt ist, aber noch nicht für den eigentlichen Part. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, alles, haut rein. Und ciao.